Ja, das ist das 10. Video. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das alles ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, es geht mir alles ein bisschen einfacher vor der Hand, mich jede Woche hinzusetzen, ein bisschen zu filmen, ein bisschen Video zu schneiden und es dann hochzuladen. Ich bin ja in den letzten Wochen extrem viel unterwegs gewesen, ob es Manchester, Ohio, Berlin ist oder letzte Woche war ich auf der FIBO. Hinzu kommt noch, dass mir meine Diät wirklich zu schaffen macht. Ihr müsst euch das vorstellen. Mein ganzer Tag dreht sich ja gerade irgendwie entweder um meine Nährstoffaufnahme oder darum, Kalorien zu verbrennen. Das heißt, ich stehe morgens auf, nehme meine Supplemente, gehe aufs Fahrrad. Dann esse ich, dann arbeite ich, dann esse ich, dann arbeite ich, dann esse ich, dann arbeite ich, dann esse ich, gehe zum Sport, dann esse ich, dann, keine Ahnung, zocke ich eine Runde LOL und dann gehe ich ins Bett. Und dann geht es halt wieder darum, okay, ich stehe am nächsten Morgen wieder auf, gehe aufs Fahrrad und los geht's. Ich hatte vorgestern den Fall, ich hatte mein Handy schon in der Hand und ich war wirklich kurz davor, 8 Pizzen zu bestellen, weil ich einfach so Bock hatte, was Ekliges zu essen. Was halt natürlich ultra dumm ist, aber mein Kopf war richtig so, boah, Mev, du musst jetzt 8 Pizzen bestellen. Ich hätte nicht mal eine halbe geschafft wahrscheinlich, aber in meinem Kopf dreht sich gerade alles nur um Essen und es ist so schwierig, dabei dann auch kreativ zu sein. Aber trotz allem machen mir diese Videos extrem viel Spaß. Ich freue mich jeden Montag darauf, diesen Upload-Button zu drücken und das Feedback von euch zu bekommen. Generell ist das Feedback, was ich von euch bekomme, einfach krank. Also ich habe weder damit gerechnet, dass sich so viele Leute diese Videos anschauen. An der einen oder anderen Stelle merke ich selber noch, dass es da noch sehr verbesserungswürdig ist. Aber wenn ich meinen Vergleich ziehe vom ersten Video zu dem jetzt hier, mir fällt es schon mal deutlich einfacher, mich hier hinzusetzen und einfach in diese Kamera zu sprechen. Und auch wenn der Titel jetzt hier ein bisschen clickbaity ist, ich werde natürlich nicht aufhören. Ich werde natürlich versuchen, die 100 Videos voll zu machen, obwohl ich speziell in dieser Woche wirklich mit mir gehadert habe, einfach weil heute, wo ich das Video aufdrehe, ist Mittwoch. Ich fahre morgen weg und gefühlt das letzte Video habe ich erst am Montag fertig geschnitten. So, also es ist gar nicht so viel Puffer, ein neues Video zu machen. Aber ich fand es einfach auch mal cool, jetzt euch den aktuellen Stand mitzuteilen, okay, wie ist es für mich, diese Videos zu machen? Wie fühlt es sich an nach neuen Videos? Wie fühle ich mich damit? Bin ich zufrieden mit meiner Entwicklung? Das kann ich sagen, auf jeden Fall ja. Bin extrem happy, wie die Videos ankommen. Ich bin extrem happy, wie ich mich verändere vor der Kamera, auch wie viel einfacher es mir fällt. Ich weiß noch, als ich den ersten Trip dann nach Berlin gemacht habe, habe ich immer die Kamera versucht zu verstecken. Wir waren im Fitnessstudio, was das Schlimmste mit für mich war, vor hunderten Leuten da mich filmen zu lassen, was aber dafür gesorgt hat, dass es Klick gemacht hat und dass ich jetzt wieder Bock habe, noch ein Video im Gym zu drehen, weil es einfach voll Spaß gemacht hat. Und mich persönlich motiviert das natürlich auch krass, wenn Leute mir schreiben, dass ich sie motiviere, ins Fitnessstudio zu gehen. Denn ich bin der Meinung, wenn ich nur eine Person quasi positiv beeinflussen kann, dann hat es schon einen immensen Impact. Und deswegen finde ich es einfach nice, diese Videos zu machen. Und ich wollte euch einfach hier ein kurzes Zwischenfazit geben. Schreibt gerne auch euer Fazit in die Kommentare. Was denkt ihr? Wie war meine Entwicklung? Was würdet ihr euch wünschen für die Zukunft? Was für eine Art von Videos? Eher diesen Vloggy-Style, mehr Gym-Sachen, mehr Fitness-Sachen, noch was Technisches. Wenn ihr wollt, können wir gerne auch mal so irgendwas in eine Tutorial-Richtung machen. Lasst mich das gerne wissen. Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefällt, ihr wisst, lasst einen Daumen nach oben da. Aktiviert die Glocke, wenn ihr keine Videos verpassen wollt. Und wir sehen uns nächste Woche beim 11. Video. Ciao. Ich möchte so sein wie Elon Musk. Ride im Hyperloop die ganze Nacht. SpaceX Shuttle ja morgen hart. Solar City strahlt bis zum Mars. Ich möchte so sein wie Elon Musk. Ride im Hyperloop die ganze Nacht. Du kannst nicht den ganzen Tag im Bett liegen. Geh jetzt zum Fitness.